Hier ist auch so ein rotes Symbol. Aber hier kann ich mich nicht verlinken. I don't know. Ich würde sagen, hier dahinter sind Gegner. Wir müssen in den Korridor an diesem Raum vorbei. Okay. Was machen wir? Ich könnte sie auch einfach erledigen. Ja. Eine Entscheidung, aber trödel nicht. Sind wir auch noch Stress? Komm, zieh das nicht in die Länge. Wo ist noch jemand? Sag was an. Wo schießt du hin, Judy? Einer, Judy. Zur Info. Hilf mich, ich lade nach. Wär's, wenn du mich schützt, Judy? Sieh uns an. Nicht tot zu kriegen. Jetzt ab in den Korridor. Man auch gucken, hier ist doch überall Loot. Oh nein, er. Ah, doch. Ich wollte sagen, er liegt auf dem. Auf dem Splitter. Ja, wieder 5. BD, BD, 1C, 1C, BD. Cyberspace war noch nie wirklich sicher. Es ist allerdings die Hölle geworden, seitdem Rapids durch UH Bartmus losgelassen wurde. Hölle? Du meinst Feuer sehen und irgendwelche Gedanken, die dich mit Feuer darf? Ach nein, ich rede von... Ach, müssen wir hier hin? Hier müssen wir hin. Judy, ich schon vorsichtig? Sag's euch, ich bin gleich wieder überladen, ne? Erstmal alles mitnehmen. Alles. Anschellen. Klassiker. Geht immer. Wobei die hier aus Stahl sind. Nicht wie die Softcore-Plastikteile. Selbst wenn hier jemand freiwillig reinläuft, um ein Star zu werden, ist nicht gesagt, dass er je wieder rauskommt.
Es ist ein bisschen gruselig, weil Johnnys Schatten ist noch da, aber Johnny ist nicht mehr da. Johnny, nimm deinen Schatten mit. Ich bin die ganze Zeit super konzentriert, Chat, ne? Ich weiß, es ist blöd. Ich rede nicht wirklich mit euch. Aber... Oh, welche Taste, was ich die ganze Zeit drücke? Aber es wird auch irgendwann wieder Spiele geben, da kann ich noch mehr mit euch reden. Ist ja auch Spooktober. Ja, weißt du, ich weiß nicht, warum Johnny seinen Schatten einfach da lässt. Der Schatten wartet jetzt auf Johnny die ganze Zeit. Scheint ein Wartungsraum zu sein. Mal sehen, was ich da finde. Oh no! Technische Fähigkeit funktioniert nicht. Hä? Ach, das ist ein Rechner. Ja, ich... Gott, ich dachte gerade, mein Spiel ist abgerauscht. Warum ist die Klappe zugegangen? Dann konnte ich einfach nichts mehr machen. Oh, okay. Lieber erwartet, als dass er allein durch die Gegend geistert. Ich habe ja letzte Woche zweimal mit Susi Phasmophobia gespielt. Es ist keine gute Idee, abends Phasmophobia zu spielen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ja, das wäre mir wirklich angenehm, wenn der Schatten hier jetzt nicht rumlaufen würde. Es war voll gemein jetzt, muss ich sagen. Ich musste die Tür aufmachen und der schießt einfach drauf los. Warte, hier ist irgendwo eine Kamera. Ich werde gehackt. Ist nicht so schlimm. Wieder 5 Felder. Oh, wir könnten alle. 1,55, BD, 55, 55, C. 1,55, BD, 55, 55, 1C. Oh. Wir konnten doch nicht alle. Und ich habe mich verklickt vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja klar, kann ich hier nicht durchschießen. Logisch. Da ist Johnny. Haben ihre Implantate rausgerissen. Und wo sie schon dabei waren, auch gleich noch ein paar Organe. Äußerst effizient. Die Grundschulis! Gaffs. Egal wie viele man zerquetscht, es kriechen immer irgendwo noch mehr von ihnen rum. Ich glaube, sein Schatten hat das hier gerade umgeschmissen. Leider ja. Ach, das habe ich doch schon gescannt, oder nicht? Ja. Ich glaube, der hat einen Schatten dabei und der Schatten hat gerade ein bisschen Unordnung gemacht. Der Schatten mochte nicht, dass wir so über ihn geredet haben. Ich krassiere ab!
Was willst du hier? Um die Ecke. Schutki kончились! Och, dass die Tür aber zugeht, ist schon ein bisschen anstrengend. Muss ich die wieder aufmachen, damit der schießen kann? Wo ist eigentlich Judy? Judy ist da hinten irgendwo noch. Achso, die ist ja an der Technik. Ja, okay, ich hab nichts gesagt. Einer ist noch. Wissen eh, dass ich da bin, aber wir können ja die Kameras wenigstens ausmachen. Vielleicht ist sie ja hier. Du liegst auf der Waffe. Sie haben ihn in eine Virtu geschickt und gekillt. Dann seine Implantate rausgerissen. Das ist nicht Evelyn Parker. Wir finden dich so oder so. Wieso kann ich denn nicht durch die Gitter schießen? Eigentlich? Ach, kann ich doch. Warte, muss ich jetzt hier hoch? Ja, oder? Da ist keine Tür hier unten. Sehr lustig. Nee, hier oben komme ich nicht lang. Ich muss irgendwo unten. Ach, da hinten rum. Wo bist du? Na, im Studio, glaube ich. Hast du was gefunden? Hab den Aufzug gesäubert, damit wir leichter rauskommen. Stehst eher auf die harte Tour, was? Hey. Warte eine Sekunde auf mich. Hallo Night City. Ich bin hier mit dem N54 News. Und das sind die Lokalnachrichten. Das NCPD hält zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab dann. Na, das war zu spät. Egal. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag die Handfeuerwaffe, die ich jetzt habe. Mit dem Schalldämpfer.
Wo ist hier die Kamera? Ist gar keine. Okay. Wir haben bloß 5 Felder. Wir könnten E9, E9, 1C, BD, 1C machen. E9, E9, 1C, BD, 1C. Jetzt war ich gerade voll verwirrt, aber war richtig. Okay, ich bin da. Suchen wir sie. Halt durch, F. Ach, wir sind hier richtig. Ich dachte, wir müssen nach rechts. In den anderen Raum. Ah ja, das war der Raum aus dem BD. Wir müssen noch hier rüber. Was hat sie eigentlich hier in der Ecke gesucht? Anstieg von EMP-Ausstößen führte. Unmittelbar nach dem grausamen Anschlag erlitten viele Anwohner, die sich im Umkreis des Kraftwerks befanden, kritische Implantatausfälle. Die EMP-Ausstöße waren so heftig, dass dadurch die gesamte Stadt für Stunden in tiefer Dunkelheit versank. Berichte des NCPD deuten darauf hin, dass die mutmaßlich... Judy! What the fuck? Was? Judy? Wo bist du jetzt genau? Was? Wo, durch welche Wände bist du jetzt alle gegangen? Aha, okay. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Immer mit dem Kopf durch die Wand oder dem Körper, ja. Das war schon ein bisschen Zauberei, was Judy hier gemacht hat. Ich sehe sie. Und das Kabel. Sag Bescheid, bevor du es rausziehst. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Ich dachte, Judy gibt das Kommando. Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich? Können wir sie bewegen? Keine Hirnblutungen oder Verletzungen der Wirbelsäule? Ich sehe jedenfalls keine Wunden. Wir haben wohl keine Wahl. Was stimmt nicht mit ihr? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Sie muss stark traumatisiert sein. Hey, Evelyn. Ich muss wissen, wer dich angeheuert hat. Ist das dein Ernst, Vee? Du willst das jetzt machen? Dass man überhaupt diese Option bekommt, mit einer bewusstlosen Person reden zu wollen. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Na dann zu den Aufzügen. Herr Johnny, guck nicht so. Hilf uns lieber, falls jetzt hier nochmal solche Idioten kommen.
Okay, kam niemand mehr. Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Rauchen ist was für Poser. Und es stinkt. Ach, verdammt, quatsch nicht. Mach endlich eine Kippe an. Nein. Nichtraucher sind die Pest. Ich habe echt nur Pech. Ist, weil du deinen Schatten zurückgelassen hast. Willst du Wurzeln schlagen? Hab diesen Horrortrip nicht auf mich aufgenommen, um vor einer Tür zu stehen. Ich glaube, wir hätten jetzt tatsächlich noch eine andere Mission erstmal machen können, aber lass mal hier noch ein bisschen weitermachen. Ich glaube, nach der Mission können wir ja wieder so ein bisschen rumfahren und mal gucken, ob wir so ein paar Nebensachen machen wollen. Vielleicht sollten wir dann wieder ein paar Sachen verkaufen gehen. Sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Oder auch mal gucken. Und ihr seht, ich sammle fleißig die ganzen Sachen ein, die man lesen könnte, die aber niemand liest. Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance, als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert überhaupt nicht auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan, damit du es weißt. Ich muss mit dir reden. Hör zu. Ich weiß, du hast ein paar wichtige Fragen und sie hat die Antworten. Wenn ich du wäre, wäre ich sicher genauso hartnäckig. Aber das kannst du im Moment vergessen. Sie ist völlig am Ende. Boah, willst du mich verarschen? Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb keine... Ich weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Ich zeig dir die Virtu, die ich gefunden habe. Du hast sie wohl schon gesehen. Ja, musste viel Arbeit reinstecken, damit sie überhaupt Sinn ergeben. Aber ich will dich nicht beeinflussen. Du solltest sie unvoreingenommen ansehen. Okay, lass mal sehen. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Komm schon, wie? Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Also, Johnny, du bist mir wirklich... Du gehst mir auf den Senkel. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Ich weiß es gerade schlecht, aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Oh, wie nett du sein kannst. Johnny hat wieder seinen Schatten hier gelassen.